Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Force Unleashed. Wir haben gerade zuletzt einen imperialen Sternzerstörer vom Himmel geholt mit unseren Händen und mal sehen, was jetzt als nächstes auf uns wartet. Deine Taten auf Raxus Prime haben dem Imperator missfallen. Die Feinde des Imperators haben Angst. Ich erarbeite mir ihr Vertrauen. Wenn ich im Gespräch mit euch beobachtet werde, wenn sie Verdacht schöpfen, dann war alles umsonst. Warte nicht zu lange. Kontaktiere mich. Könnt ihr ihm vertrauen? Vader wird meine Mission nicht gefährden, selbst wenn er an mir zweifelt. Sind wir schon da? Wir haben Corellia erreicht. Sie sind hier. Bail und seine Verbündeten. Ihr habt eure Rebellenallianz. Nun, was werdet ihr damit machen? Habt Vertrauen. Ja, ich tue das Richtige. Für uns beide. Die Zeit der Diplomatie und Politik ist vorbei, das steht fest. Es ist Zeit zu handeln. Wenn ihr uns anführt, treten wir eurer Allianz bei. Ich ebenso. Ich dachte, ihr legt ohnmächtig im Frachtraum. Ich bin zu mir gekommen. Dann ist es geklärt. Ich finanziere die Rebellion, Garm stellt uns die Flotte, Mon Mothma, Soldaten. Und wenn ihr uns führt, haben wir die Macht auf unserer Seite. Dann erklären wir hiermit offiziell die Rebellion. Heute geloben wir, die Galaxis zu verändern. Und irgendwann wird sie wirklich frei sein. Nein. Unterbrechen! Hallo! Fangt sie lebend. Der Imperator will sie persönlich exekutieren. Das hast du gut gemacht, mein Schüler. Ihr wolltet euch doch raushalten! Ich habe dich belogen, wie schon von Anfang an. Ihr wolltet den Imperator nie vernichten? Nicht mit dir, nein. Ohne mich werdet ihr nie frei sein. Was ein Arschloch. Dem geben wir jetzt aber gehörig eins auf die Gusche. Also, man muss dazu sagen, dass der Plot-Twist schon irgendwie sehr aufgesetzt wirkt, aber... Vader nahm sie mit. Zum Imperator. Ich verstehe nicht. Warum ließ Vader uns so viele imperiale Ziele angreifen? Damit alles echt wirkt. Credits, Raumschiffe, imperiale Leben. Sie alle bedeuten Vader nichts. Er brauchte mich, um die Feinde des Imperators zu finden, um jeden Preis. Und ich habe genau das getan, was er wollte. Ja, habt ihr. Und jetzt liegt das Schicksal der Allianz allein in eurer Hand. Ja.
werden Vader suchen. Und die Rebellen. Was tut ihr denn da? Ich meditiere. Jedi können so manchmal die Zukunft sehen. Habt ihr das schon mal gemacht? Ich war noch nie zuvor ein Jedi. Nein. Kota! Was? Was habt ihr gesehen? Eine riesige Raumstation. Nein, es war bestimmt ein Mond. Bleibt getarnt und wartet außerhalb der Scanner. Ich habe wirklich kein gutes Gefühl dabei. Dann machen wir vielleicht etwas richtig. Werden wir uns hier wiedersehen? Wenn ich Sie befreie, brauchen Sie einen Fluchtweg. Wahrscheinlich nicht, nein. Dann muss ich mir deshalb auch nichts anhören. Gebt wohl, Juno. Okay, abgesehen von der aufgesetzten Romanze, ein ziemlich geiler Einstieg. So, auf dem Todesstern sind wir also. Und da nerven auch schon welche. Oh, was haben wir denn alles? Erstmal der Scharfschütze da oben, der nervt. Och, das gibt's ja nicht. Ich glaube, es hackt. Wieso schafft er es nicht da hoch? Und was trifft mich hier die ganze Zeit mitten in der Luft? Funktioniert alles nicht so ganz wie geplant. Wieso zum Teufel überlebt der? Der auch? So, neuer Energiekristall. Auf der anderen Seite war auch was, das habe ich gar nicht gesehen. Erstmal noch die Jet-Truppe haben wir, glaube ich, beide schon erledigt, oder? Haben wir hier eigentlich noch was zu vergeben? 222. Was macht das? Schaden der Lichtschildangriffe. Sparen wir lieber auf das, falls noch irgendwie ein Level abkommt. Und da brauchen wir auch noch einen Punkt, dann haben wir alles. Na gut. Was war der neue Kristall? Ich habe den Namen schon wieder verdrängt.
ja, Gesundheit entziehen. Klingt gut. Habe ich im Moment leider auch nötig. Wo wird denn hier so schnell geschossen? Ach, da hinten ist noch ein Geschütz. Okay. Ach, der gab gar keine HP mehr zurück. So. Gesundheit wiederhergestellt. Hat sich richtig gelohnt. Hä? Ich war da ausgewichen. Was zum... Hä? Alter? Wie, was haben die denn für einen riesengroßen Explosionsradius? Und tot. Hä? WTF, das Ding schlägt 4-5 Meter neben mir ein und killt mich was. Ich glaube, es hackt. So. Ey, wieder... Sind die inzwischen für krasse Waffen? Ey, sag mal, fang an zu blitzen. Genau, blitz auf irgendwelche blöden Kisten am Arsch der Ewigkeit. Was hat mich getroffen? Ich glaube, es hackt. So. Hammer. Was kommt denn jetzt? Will ich's wissen? Ach, einfach ein AT-ST. Okay. Und das geht ja noch. Thank you.
und aufgeschlitzt. Ha, und dort kommt auch schon das Level ab. Was wollten wir? Genau, das. Vitalität 3. Und die letzte macht Combo. Während du einen Gegner erfasst hast. Tja. Wie auch immer. Was? Wo kommt ihr denn her? Was soll ich denn? Hat es Sinn, hier einfach abzuhauen? Soll ich die besiegen? Ich weiß es nicht. Was ist das Bonusziel? Es gibt keins. Keine Chance? Nichts kann man hier machen. Auch viel zu wenig Macht. Okay, ein Fahrstuhl, der nicht Fahrstuhl. Noch einer? Ja. So, kommt jetzt noch was? Dann werde ich fuchsig. Es kommt noch was. Es kommen unendlich viele. Ich glaub's ja nicht. Muss echt einfach runter. Kein Bock. Ich bin drin. Seid vorsichtig. Der Strahl befolgt einen regelmäßigen Zyklus. Geht in Deckung, wann immer er feuert. Ah, das ist also der Todessternlaser beim Testfeuern. Gut zu wissen. Richtung? Ich hab keine Ahnung. Abkühlung des Zyklus vollständig. Alle Techniker können gerade an den Geschützkanal verlassen. Wo muss ich denn lang? Primärwirkung einleiten. Test der Schutzschutz ist erhöht. 4, 3, 2, 1, Feuer. Ja, mach weg. Ist bestimmt total ungefährlich, hier zu arbeiten. Nee, hier geht's nicht lang. Muss ich es kaputt machen? Abkühlung des Zyklus vollständig. Alle Techniker können gerade an den Geschützkanal verlassen.
Geht's irgendwo hin? Okay. Gibt's 15 Minuten wieder. Na gut, ich würde sagen, hier schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, stay frosty.